Jo, hey Leute, hier ist wieder Master Sigurd TV und ja, es ist komisch zu sagen wieder, aber tatsächlich, ich bin da und mache gerade eine Aufnahme. Ich nehme einfach mal auf, es wird jetzt hier eigentlich kein Let's Play Part oder sowas in diese Richtung, sondern es wird tatsächlich einfach nur eine fucking Aufnahme, weil ich einfach nur gucken möchte, wie funktioniert so, wie klappt es aufzunehmen von der Qualität her und so weiter. Aber ich finde gerade ein Item nicht, weil ich benutze heute. Ja, genau. Ah ja. Ja, so ist das. Ich bin sehr gespannt, wie das so funktioniert und wie die Qualität ist und so. Ja. Wir quatschen einfach mal und nebenbei trade ich halt einfach, würde ich sagen. Ne? Ich denke, das ist ganz easy und entspannt. Ich glaube, das sollte kein Ding werden. Nebenbei erzähle ich euch ein bisschen, was das hier für ein Server ist, wie vielleicht die Zukunft hier mit dem Aufnehmen bei mir aussehen wird und so weiter und so fort. Ja, also wir sind hier gerade... ne, ich fange erstmal anders an. Bevor ich aufs Game eingehe, erzähle ich euch kurz... ja, manche kennen mich vielleicht noch von damals. Ich habe, ich hatte damals einen anderen Channel und habe früher schon Sigurd Let's Plays gemacht. Und ja, ich bin tatsächlich ziemlich hängen geblieben auf Silk Road, also kann man sagen. Ich habe nie wirklich viel andere Games ausprobiert. Und bin auch ganz froh darüber, weil ich wirklich für mich sagen muss, dass ich eigentlich gar nicht so der Zocker oder Gamer bin und meistens, wenn ich irgendwelche Spiele spiele, die so aktueller sind oder so, ich echt sagen muss, da verliere ich ganz schnell die Lust dran und ja, deswegen bin ich ganz froh, dass ich so meine Games habe, wo es nicht so ist. Da gibt es halt Silk Road zum Beispiel und dann sind es so kleine Games, also zum Beispiel, ich bin ein großer Fan von Final Fantasy, aber halt auch da nicht einfach irgendein Final Fantasy Teil oder so, sondern tatsächlich halt die älteren Teile, also Final Fantasy 9 zum Beispiel ist jetzt mein Lieblingspart, Lieblingsteil. Ja, genau, jetzt die neueren, da ist dasselbe Problem, wie auch mit neueren Games generell. Ja, und bei Silk Road ist es so, ist halt einfach mein erstes Online-Spiel ungefähr gewesen. Ich hatte noch ein anderes vorher, aber das will ich nicht dazu zählen, das wäre mir zu peinlich. Und ja, aber Silk Road auf jeden Fall ist so mein erstes richtiges Online-Spiel gewesen. Und ja... Ich bin deswegen immer froh darüber, wenn ich irgendwie mal so eine Phase habe, wo ich ein bisschen Sigur zocken kann. Und jetzt gerade habe ich ein bisschen so eine Phase. Ich weiß nicht, wie lange die sich so halten wird und wie regelmäßig das so sein wird. Aber jetzt gerade geht es einfach gut. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme auf und mal gucken, wohin uns die ganze Reise führen wird. ja, ansonsten kann ich euch... so nicht viel sagen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen aufs Game ein. Und zwar, das ist ein P-Server hier. Ich selbst, ja, ich tue mich schwer mit P-Servern. Ich bin nicht so der große P-Server-Fan eigentlich. Bin echt so mehr der Offi-Game-Zocker so, ne? Und ich bin hier aber auf dem P-Server jetzt drauf, weil auf dem Offi-Server gibt es zwei Problemchen für mich. Und zwar das Einloggen ist ein Ding, ne? Also das Einloggen dauert tatsächlich auf den Office-Server momentan ein bisschen was lang. Wäre kein Ding für mich, ne? Also ganz ehrlich muss ich sagen, also mich juckt es jetzt nicht, ob die Einlogzeit eine Stunde oder anderthalb oder zwei Stunden dauert. Ich habe ja eh nicht den ganzen Tag Zeit, von daher, wenn ich weiß, ich habe nachher um 7 Uhr oder so Zeit zum Zocken, dann weiß ich, okay, um 5 Uhr sollte ich am besten mal das Einloggen starten und dann bin ich um 7 Uhr auch online. Also dann, das wäre nicht so das Ding. Ja, aber dennoch, das ist halt so ein kleiner Aspekt und der andere Aspekt, der ist, das ist natürlich auf einem Office-Server jetzt heutzutage schwierig ist, als Non-Botter irgendwie Anschluss zu finden. Ja, aber du kannst doch zocken, wenn du möchtest und musst nicht mit Leuten spielen, könnte man jetzt sagen.
Ja, natürlich, stimmt schon. Aber für mich ist Silgoth so ein Spiel, da kann man mega gut einfach mal ja, so abschalten, ja, und muss wirklich nicht groß nachdenken und sowas alles. Aber dafür ist es umso schöner, wenn man doch ein bisschen auch Austausch hat hier mit Leuten, mit denen man gerne zockt. Also ich meine jetzt einfach halt so in der Gilde schreiben, jo Leute, was geht und so. Und ja, das ist auf jeden Fall dann ganz schön, einfach das als ja, Nebenbeschäftigung zu haben, wenn man halt Brain AFK gerade am Grinden ist, ne? Und ja, eine Sache habe ich eben schon gesagt, für die Leute, die aufmerksam sind. Ich bin Non-Botter, ich war immer Non-Botter und das wird auch so bleiben. Und das ist deswegen hier auch ein P-Server, auf dem ich mich sehr wohlfühle, weil das ist ein Non-Bot-Server tatsächlich. Da heißt Origin Online. Upp, Alter, was kommen denn für viele Thieves momentan? Ja, der Server ist Origin Online und hat sich gerade angehört, als hätte ich irgendwie das englische Wort für Orange gesagt. Orange Online. Na, also Origin Online. Ich werde wahrscheinlich, vielleicht, mal gucken, den Link des Games in die Videobeschreibung reinposten und dann könnt ihr selbst mal gucken. Ja, ist ein Non-Bot-Server. Es geht, denke ich, bis Level 90. Und an sich ein geiler Server. Ich komme einfach direkt mit dem Negativen. Das Schlechte an dem Server ist das mit dem Gold. Ne? Das kann ich direkt sagen. Also mich fuckt das ein bisschen hier mit dem Gold ab. Und zwar, man braucht abnormal viel Gold für paar Teile. Also sag ich mal, ja, eigentlich schon relativ früh fängt es an, dass man echt extrem viel Gold für gewisse Sachen braucht. Also, ja, genau, das ist das Negative. Jetzt komme ich zum Positiven. Das verbinde ich auch ein bisschen mit dem Negativen, aber das, ihr werdet es gleich verstehen. Jetzt, ich hoffe, bei euch rauchen jetzt nicht die Köpfe. Negativ gleich positiv. Paradox und. Pff, Entschuldigung. Nein, also alles cool. Das Ding ist halt, ist ein Oldschool-Server. Das bedeutet, hier sind Drops, hier ist Handel vorhanden und so weiter. Das ist nicht das Token-System, sind die alten Quests und so weiter. Ich komme ein bisschen mehr auf die Details gleich. Aber ja, letzten Endes ist es ein Oldschool-Server und das Handeln finde ich, liebe das Handeln. Das ist total geil. Ich meine jetzt nicht das Traden, das ist auch cool, ist auch Oldschool hier. Aber das meine ich gar nicht, sondern man geht grinden, questen und so weiter, ja. Und boom, kriegst du Drops. Wir gucken uns mal meine Gammelrüstung hier an, zum Beispiel. Level 60 plus 3er Warlock-Dings hier, Level 55 und 57. Einfach so Teile hier plus 2, hier ein bisschen geiler Schmuck und so. Halt alles möglich bunt gemischt und sowas. Das ist doch das Geilste überhaupt, Leute. Wenn man so eine Rüstung trägt und dann teilweise vielleicht so, ich guck mal, ob ich hier was habe, was außergewöhnlich low ist. Sag ich mal hier die 53. Ja, hier die 54er Schuhe, ja. Geskillt bin ich auf Level 57. Und ich habe 54, ja, geht eigentlich, ne? Boah, habe ich geile Rüstung, ey. Naja, ja, das Ding ist halt, ja, das ist ja auch ein Grund dafür. Und zwar ist es so, man kriegt einfach seine Rüstung zusammengefarmt durch Drops und durch Handel und so weiter. Man kriegt einen eigenen Drop für jemand anderen und dann kann man den an jemanden verkaufen oder tauschen und so weiter. Ich finde das mega geil. Das ist das absolut geilste an Silk Road, finde ich. Und das ist absolut das, was am meisten bei Silk Road leider auf dem Office-Server verloren gegangen ist, dass es halt gar keine Drops mehr gibt im Low-Level-Bereich. Also gar nicht mehr. Und im High-Level-Bereich geht es halt nur noch um SOX-Sachen. Ne? Ich find das System von COR mega geil, ja. Also mit den Tokens und so übertrieben geil, übergeil, abnormal geil, ja. Weil es ist echt mal, es ist ein ganz anderes Gefühl, COR zu zocken mit einer Steel of Star-Rüstung komplett und vielleicht sogar ein paar Sun-Parts durch die Tokens und sowas alles, ja. Und damit wirklich beim Grinden einfach mal abzuschalten, ist super geil, gar keine Frage. Ich finde nur, man hätte es super geil kombinieren können mit Drops. Also, dass man wirklich Drops kriegt, die man einfach für 1 Gold oder 0 Gold oder so beim NPC verkaufen könnte. Das bedeutet, also, die haben ja beim. Ihr merkt, ich schweife aus, aber Leute, das ist ein Quatsch-Laber-Part. Also, von daher, bitte, ja, beruhigt euch. Auf jeden Fall, sorry. Es ist so, jetzt habe ich den Faden verloren. Danke. Dankeschön.
Ich rede über Drops gerade. Und zwar, das wird sogar noch angegriffen. Boah, ich verreck gleich hier. Ach du Scheiße. Ich hasse Ice Thieves, ne? Abnormal schlimm sind die. Ja. So. Genau. Die hätten das System super geil kombinieren können, weil das, wenn man einfach Drops kriegen würde, ja, die man für 0 Gold verkaufen könnte beim NPC, ja, dann hat man einfach so die Möglichkeit, Drops zu kriegen und die anzulegen. Weil zum Beispiel, einfach nur als Beispiel, ja, irgendwann werde ich Parts machen, wo ich alles mögliche vom Game erkläre. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass ihr nicht ganz zurückgeblieben seid. Und zwar, ihr habt einen Level 8er Hände gedroppt bekommen, ja. SOS, sagen wir. Level 8er SOS Hände, ja. Das ist ganz normal, weil Level 8 ist gerade Anfang von zweiten Degree. Und da gibt es die Hände und die sind Level 8 und die sind SOS. SOS ist dasselbe wie plus 5. Also haben wir nicht Level 8, also jedes Plus ist sozusagen ein Level. Also sind die Hände so gesehen plus 5. Das bedeutet, ihr habt keine Level 8er Hände, sondern ihr habt Level 13er Hände plus 0, so gesehen, ne, vom Verständnis her. Jetzt, wenn wir aber grinden gerade, ja, und am Questen sind und dann gerade gegen die, ne, die sind schlecht, gerade gegen, ja, Bandits hier kämpfen. Ja, Bandits sind, ach Mist. Wir kämpfen gerade gegen irgendwelche Monster Level 14 oder 15, ja. Und die droppen dann uns einfach mal Hände, Level 13, aber plus 2, sagen wir mal, ja. Das heißt, die Level 13er plus 2er gedroppten Hände sind besser als die SOS-Hände Level 8. Und das ist das Geile, wisst ihr? Dann könnte man schön mit SOS-Rüstung rumlaufen, aber im Laufe des Grindens, sich immer besser ausrüsten und geilere Parts kriegen. Und, Leute, Obacht, ja, wir dürfen nicht vergessen, alles, was wir bei Sigurd Air und, oder Sigurd, ja, auf dem offiziellen Server als SOS geschenkt kriegen, hat 0% Werte, hat keine Blues drauf oder sonst was. Und das, was wir gedroppt kriegen würden, hätte dann Blues und Prozent und ein Plus und so weiter und könnte dadurch dann geiler sein als das SOS, was wir von Anfang an haben. Ja, und das, Leute, fände ich einfach übertrieben geil. Und dass diese Sachen, die man dann da kriegt, wie gesagt, für 0 Gold beim NPC zu verkaufen sind, weil das System haben die ja gemacht, um dieses Gold-Farming im Low-Level-Bereich ein bisschen auch zu vermeiden und so weiter. Und ja, es ist alles, man kann sich verschiedene Theorien überlegen, woran das liegt, dass die das System so gemacht haben. Ich glaube, es liegt einfach am Farming-Aspekt, dass die das so ein bisschen unterbinden wollten, wegen den ganzen Goldbot-Ding und sowas alles. Und ist ein gutes System, also gar keine Frage, ist ein super gutes System, ja. Guck mal hier, schön, da ist jemand am Leveln. Du schaffst das. Ja, auf jeden Fall. Und du auch. Ist es so, dass ich diese eine Kombination aus diesen beiden Systemen einfach geil fände, weil wenn man es für 0 Gold beim NPC verkauft, kriegt man eh kein Gold dadurch. Und handeln kann man ja. Also ich finde, wenn man die stallt, fände ich es geil, wenn man die einfach mit den Leuten einfach handeln könnte. Wobei man sagen muss, man kriegt ja keinen Golddrop. Wie könnte man das machen? Man könnte vielleicht dann da mit Tokens handeln. Das wäre doch geil. Wenn man von Level 1 bis 70 oder so, dass man anstatt Gold Tokens da reinschreiben kann, dass die Tokens als Währung nehmen. Oder, Leute, auch eine Idee, dass tatsächlich Handel nur über Exchange da möglich ist von diesen Items und diese Items dann halt für Tokens exchange. Tokens wollen die nicht exchangen, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, vielleicht für andere Rüstung oder halt für nichts, ne, dass man einfach halt schenkt, gar keine Frage, ne, man exchanged und gibt jemandem das kostenlos, ja, oder für andere Rüstung oder so. Fände ich mega geil, fände ich super geil, gerade in diesem Low-Level-Bereich schenkt man auch gerne mal Sachen, wisst ihr?
Und jetzt komme ich nämlich, um einfach wieder einen Bogen auf dieses Game hier zu nehmen, warum ich das hier dann ganz cool finde. Hier gibt es halt diesen, dieses ganze Item-Handeln und sowas noch, wisst ihr? Hier gibt es Item-Drops und ich bin am Leveln, ja, und das ist nice, Leute, ohne Spaß. Ich bin am Leveln und hier ist der Server abnormal aktiv, ja. Also das ist nicht wie bei ISRO heutzutage, sondern es ist hier wirklich, es ist richtig krass was los, ja. Und ich gehe irgendwo leveln, möchte meine Quest machen und da sind immer Leute am Leveln. Immer. Da sind immer irgendwelche Leute und man kann immer mit denen eine Achterparty machen. Oh, mega nice. Ja, komm hier, wir machen Achterparty. Wenn ich dann einen Drop kriege und ich kann den überhaupt nicht gebrauchen, gucke ich mir in der Party, wen habe ich denn da, der das gebrauchen könnte. Und den, entweder schenke ich dem das oder, und das muss ich ehrlich sagen, machen die meisten, die gucken, was ich brauche und schmeißen das da rein. Ob ich es am Ende brauche oder nicht, wissen die ja nicht, aber die könnten vermuten, ich als Light Armor Träger brauche Light Armor Mail. Von daher schmeißen die da so ein Light Armor Mail Teil rein, was die vielleicht nicht brauchen und im besten Fall kann ich es benötigen, ne? Ja, und das finde ich halt super geil. Ich liebe dieses System. Ja, ich liebe es, wenn Leute wirklich so funktionieren, weil das macht Spaß bei Silk Road. Ja, und das haben die hier. Und ja, das kann ich wirklich nur, ja, wie soll man sagen, unterstützen, wenn man Silk Road zockt, ja, und auf diesem P-Server zockt. Bring diesen ganzen Handel richtig schön in die Höhe, ja. Macht. Und das einzig Blöde halt ist das, was ich eben gesagt habe, ist, dass hier Gold, ich weiß nicht, wie es zu dieser Inflation kommt, aber hier ist viel, viel Gold im Umlauf und irgendwas habe ich verpasst. Ich habe aber nicht so viel Gold. Ich habe 21 Mille jetzt gerade, ja, und ich bin halt am Goldfarmen, wie man sieht. Ich mache einen kleinen Trade gerade, nur einen 1-Star-Trade, damit ich safe bin vor den Player Thieves, weil Jobmodus ist hier abnormal aktiv, ja. Ich wundere mich, dass hier gerade auch kein Thief uns mal entgegengekommen ist, aber Jobmodus ist hier wirklich auf einem Level, das ist eine ganz andere Ebene, also wirklich. Deswegen mache ich immer schön 1-Star-Trades und fahre ein bisschen Gold. Und das macht auch echt, also mir macht es Spaß. Vor allem, wenn ich jetzt aufnehme, dann ist das deutlich witziger für mich. Ja, und ich weiß nicht, irgendwie habe ich nicht so viel Gold, aber die Leute verkaufen Sachen teilweise echt teuer. Jetzt normale Rüstung, also konnte ich mir gut zusammenfahren, wie ihr sehen könnt. Ne? Ich habe eine für mein Level angemessene Rüstung, wirklich. Nur zum Beispiel so ein SOS-Part. Leute, das ist nicht zu bezahlen. Also, und das ist jetzt nicht übertrieben gemeint, sondern die kosten wirklich richtig Gold. Also, und ich muss sagen, die SOX-Drop-Rate ist natürlich nicht hoch, aber generell ist die Drop-Rate hier ein bisschen erhöht. Von daher sind die SOX-Drops häufiger da als auf ISRO zum Beispiel damals. Aber hier sind die Preise. Ich weiß nicht wieso, wirklich, ich verstehe es nicht, auch Elixiere sind so viel wert, ich habe 50 Schild-Elixiere oder so, ich könnte die für, weiß ich nicht, wie viele Millionen verkaufen, also für, ich würde sagen, ein Schild-Elixier ist eine Mille wert, also 50 Mille hätte ich schon mal, theoretisch, Weapon-Elixiere, hört mir auf, ey, da ist einer 10 Mille wert oder so, ich weiß es gar nicht, naja, so ist das, ja, das ist das Geile, gleichzeitig gekoppelt mit dem Blöden, also dass das Gold hier so komisch ist, aber was ich halt gerne mache, habe ich ja eben gesagt, wenn ich mit Leuten zusammen level, dann exchangen wir uns gegenseitig die ganze Zeit und geben uns schöne Sachen, einfach schöne Items, die man gedroppt kriegt, weil ja, man braucht sie halt nicht, man kann die verkaufen, ich bin viel am Stallen auch, wie man auch gerade noch in meinem Inventar sieht, habe ich hier noch eine Glaive zum Beispiel Level 56 gedroppt bekommen und so. Und es ist echt zu schade, die dann beim NPC zu verkaufen. Und wenn gerade in der Party kein Glaive-Typ da ist, dann behalte ich die Glaive natürlich, wenn ich die gedroppt kriege und versuche die dann für ein paar Millionen entweder zu verkaufen oder auch sogar eine Sache, die ich mache. Wenn ich ins Capture the Flag gehe, das ist hier auch super aktiv und mega geil, ich schwör's euch, muss ich unbedingt eine Aufnahme von machen. Beim Capture the Flag ist es wirklich so, das macht richtig Laune und dann hast du so deine Leute in deinem Levelbereich ungefähr und wenn da jemand eine Glaive hat, frage ich ihn, ob er eine Glaive braucht und je nachdem mal frage ich, ob er mir ein bisschen Gold dafür geben kann, manchmal verschenke ich die auch einfach.
hier wieder jemand am Rumlaufen. Also ihr seht, hier sind die Leute, hier sind wirklich so viele Leute am Level und wir sind hier gerade im lowsten Low-Level-Bereich. Und glaubt mir, wenn man selbst hier noch levelt, dann findet man noch viel mehr Leute. Es gibt Level-Partys. Ich guck mal, ob ich ein Beispiel hier finde. Ja, hier. Punisher Party, Need Bard and Attacker. Punisher Leute, das sind nicht irgendwelche High-Level-Viecher, das sind die Level 30er Samankant-Monster. Ich guck mal, ob es noch eine Party gibt. Das ist ganz geil. Quest Yeti hier zum Beispiel, da müsste ich rein, da wäre ich jetzt gerade genau richtig. Forgotten World gibt es hier auch, aber wie das genau hier das System ist, das erkläre ich euch ein andermal. Ja, also es gibt natürlich auch Taxen, gar keine Frage. Aber es gibt hier auch richtig geil einfach Level-Partys und das finde ich total cool. Ja. Deswegen bin ich auf diesem P-Server, auch wenn hier vielleicht das eine oder andere nicht optimal ist. Aber er hat sehr viel, was ich sehr schätze. Und deswegen zocke ich hier ganz gerne drauf. Ja, wir haben auch eine Gilde hier am Start. Bruderschaft heißt die Gilde. Die Leute, die mich verfolgt haben damals schon, die wissen vielleicht so ein bisschen, dass ich immer selber eigene Gilden hatte und auch immer relativ große Non-Botter-Gilden und Unionen hatte. Ne, hier Leute, ich bin hier ganz casual nur drauf, möchte ganz entspannt hier zocken. Ich bin in einer Gilde selbst drin, die zwar aus Leuten gegründet wurde, die früher bei mir in meinen Gilden waren, aber diesmal bin ich ganz froh. Ich habe einen guten Gildenmaster hier, der heißt Samira. Manche, also wie gesagt, die Leute, die richtig krass meine Videos geguckt haben, wissen es vielleicht. Der hieß früher Eisenbauer oder Salena in meiner Gilde. Und er selber nimmt auch auf, also kann ich auch einmal kurz hier weiterleiten. Er heißt Bruder Tick, glaube ich, auf YouTube, genau. Und er macht auch ein Let's Play. Ganz anderer Stil, aber ich persönlich liebe seine Let's Plays, sein Let's Play-Stil, weil er so entspannt und ruhig alles macht. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, also für die Leute, die gerne Let's Plays schauen und so, ich kann das wirklich empfehlen. Zum Einpennen das Beste. Und das meine ich jetzt gar nicht böse. Also nicht, es ist so scheiße langweilig. Nein, also sein Let's Play ist super, gar keine Frage. Es ist nur sehr, sehr entspannt und das ist genau das, warum ich ein Let's Play gucken wollen würde. Ja, hier ist Yangan gerade, wir sind angekommen, haben unseren Trade durchgezogen. Wir sind alleine. Was ist los? Wir zwei sind hier am Traden. Einmal ich als Golden Dawn und mein Kamel, Sieglinde. Komm, Sieglinde, wir müssen die Ware verkaufen. Komm, Sieglinde, mach schneller, Sieglinde. Entschuldigung. Ja, wir sind auf jeden Fall angekommen. Also wir, damit meine ich jetzt uns, ich und euch als Zuschauer. Das mache ich immer in meinen Let's Plays, dass ich uns sage. Aber... wieso habe ich eben dir zwei gesagt? Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt in Yangan angekommen und verkaufen jetzt hier die Ware. Ich zeige euch auch mal, was das hier so an Gold gibt, wenn man die Sachen verkauft. Wir haben jetzt gerade 21, fast 22 Mille verkaufen und das Gold steigt und steigt, es hört gar nicht mehr auf. Boah. So, 29 Mille. Das bedeutet, wir haben gute 7 Mille gemacht. Wobei, also gute, sagen wir, gute 6 Mille, fast 7 Mille. Und ja, auf jeden Fall schön. Lohnt sich auf jeden Fall, wie man sieht. Wenn ich davon einfach so 2-3 Trades mache, dann habe ich meine... Ah, wobei, warte, lass mich kurz überlegen. Nee, ich kaufe ja auch ein, ne? Ich kaufe ein, habe ein bisschen weniger und dann kommt es rein. Das bedeutet, lasst mich mal kurz überlegen... Für wie viel kaufe ich denn ein? Kann ich das hier nachschauen? Ja, kein Bock jetzt. Ich sag's mal so, es ist kein reiner Gewinn. Es sind so, Leute, das ist ja fast gar nichts. Wie viel Gold habe ich denn ausgegeben? Ich habe Ware gekauft, denke ich, für 4 Mille und habe jetzt gerade die Ware verkauft. Ja, ich mache 3 Mille Gewinn, Leute. Das ist so traurig. Ja, dann gucke ich mal. Eins, was ich auch machen kann, ist tatsächlich, ich könnte vielleicht Taxi machen, ne? Wobei ich eigentlich gerne trade, weil man kriegt ein paar EXP durch die Thief, die da spawnen und ja, keine Ahnung. Also ich mag das. Und hier, ich bin schon mittlerweile Level 4 im Job-Modus. Und ja, also ich finde es eigentlich ganz cool.
Ich habe auch ein Low-Trade-Pad, das ist Level 45, weil die das so ein bisschen komisch gemacht haben, das System mit den Trade-Pads. Ich hätte schon 60er haben können. Das 60er ist auch schneller, aber es kann weniger Ware drin haben, weil es ein Pferd ist und kein Kamel. Aber Level 60 hat nur Pferde. Von daher bin ich lieber ein bisschen langsamer und habe ein loweres Trade-Pad, aber dafür kann ich dann schön richtig mit Ware vollpumpen und richtig den Gewinn da rausholen, wie ihr gerade gesehen habt. Ja, Leute, ich würde sagen, das war einfach mal so ein Part, einfach mal gelabert. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat aufgenommen. Ich gucke gleich mal. Ich hoffe, der Ton ist überhaupt gut, dass die Aufnahme nicht zu leise, laut, hier ist ein Tiefanlaufen, dass alles einfach passt. Das sehen wir auf jeden Fall gleich. Ich gucke mir den Part jetzt erstmal kurz an, wie es geklappt hat. Boah, guckt mal, wie hier die Leute rumlaufen. Ich finde das so geil. Und ich gucke einfach, ob das alles geklappt hat und lade den Part direkt hoch und freue mich schon auf euer Feedback. Gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss.